Hallihallo und Mahlzeit zur dritten Staffel von Defiance 2050. Zum Start der dritten Staffel habe ich mir erstmal ein paar neue Outfits rausgelassen für jeden Charakter. Wie ihr hier schön sehen könnt mit Kerrigan. Wir werden heute mal den Story-Modus ein bisschen weiterspielen. Und dann hauen wir doch mal rein. Let's go! Leben im neuen Grenzland. So, da sind wir auch schon. Das waren wir ja zum Ende der zweiten Staffel hier in dieser Ranch, wo wir uns mit Baba und Han getroffen haben. Den werde ich die Woche wahrscheinlich auch noch spielen. Und zwar sollen wir ja weiterhin die Quests erledigen und Morpheus beschützen. A.k.a. von Bach, für alle, die erste Staffel und die zweite Staffel nicht gesehen haben. Ihr könnt sie euch auf YouTube reinziehen. Bereit zum Losdüsen. Und jetzt werden wir mal hier dieser Pheromonspur folgen. Let's go! Wenn ihr mehr von den Dungeons sehen möchtet und euch wundert, warum ich hier keine Dungeons zeige mit Kerrigan, dann schaut mal auf meinen YouTube-Kanal, da habe ich einen zweiten Charakter, der heißt Han Solo. Mit dem werde ich alle Dungeons spielen. Zwei habe ich auch schon gespielt. Und meinem dritten Charakter, Baba Fett, mache ich nur Open World Events und PvP. Und hier mit Kerrigan machen wir nur die Story Quests. Also schaut einfach mal rein, wenn euch andere Inhalte von dem Spiel auch interessieren. So, da sind wir schon. Hellbugs erledigen. Baraba Farm. Da geht's weiter. Und zwar müssen wir hier diese Hellbugs jagen. Hoch da den Berg. Die Kleinen sind immer die nervigsten, wenn man die so schlecht erwischt. Aber man kann die auch einfach mit dem Nahkampf killen. Einfach mal in den Lauf reindrücken. Ich glaube, wir sind gleich am Ende von der Pheromonspur. Oh, was haben wir da? Untersuche die Tonne mit Chemikalien. OMG. Nur leider geht es nicht. Jetzt. Dieses Fass ist mit Pheromonen gefüllt. Jemand hat den Hellbug-Angriff geplant. Oh je. Und nun? War gerade hier im Krater und hat nach Fallon McNeil gesucht. Ich hab was für den Dummkopf übrig und fände es schade, wenn Cooper ihm was Böses wollte. Ich helfe dir, ihn zu finden. Cooper. Na dann. Brettern Mami hier runter. Das ist eine Nebenquest, oder? Ne, das ist unsere Hauptquest. Okay. Zeit zu gehen. Lange keine Quests mehr gemacht, weil mit Baba und Han mache ich keine Quests. Beziehungsweise mit Han die Quests nur offscreen, um die Dungeons freizuschalten. Hier querfeldein. Wir müssen Proben nehmen. Sei vorsichtig. Ja, hier so ein paar Hellbugs können wir mal mitnehmen. Da kommen noch mehr Hellbugs. Hier einmal, Lady.
Mehr Hellbox. Immer mehr Hellbox. Schnell ein paar Proben sammeln. Granate rein, Bams. Dann geht's schon wieder weiter mit Hellbugs, aber die lassen wir glaube ich stehen. Machen wir nur hier die kurz. Probe genommen. Probe genommen. Go, go, go. Das ist die Probe, die wir brauchen. Gute Arbeit. Probe erfolgreich genommen. Sehr gut. Gute Arbeit. Sieht so aus, als ob wir gekriegt haben, was wir wollten. Ja, hier sind so einige Open World Missionen. Die Hölle, das sind die Hellbugs. Na geil. Coopers Archenjäger-Kontakt, Fallon McNeil, ist nicht zum vereinbarten Treffen der beiden gekommen. Kars hat vielleicht eine Spur, wie man ihn finden könnte. Na dann, let's go. Suchen wir mal den Freak. Oh, müssen wir wieder zurück. Da sind wir gerade hergekommen. Drücken wir mal auf die Tube. Hundekäfige. Das erinnert mich an Bloodborne. Ja, hier sind auch ganz lustig, diese Viecher. Das sind Rindschweine. What the fuck? Voll die Freaks. Phil McNeil? Ich bin echt sauer auf diesen betrügerischen Geizhals. Aber ich helfe doch keinem Nomaden mit einer Riesenknarre, ihn zu finden. Oh. Hoho, nice. Ah, immer mehr Hellbox. Sind wir ja schon gewöhnt. Ich glaube, mit Baba habe ich schon mehrere tausend Hellbugs gekillt. Indem wir ja nur hauptsächlich die Archenfälle machen, wo ja die meisten Hellbugs spawnen. Wo bist du? Na, endlich. Und nu? Kratzt sich am Kopf, ey. Ja. Nix mehr. Da fällt dir nichts mehr ein. Brettern wir mal weiter. Hast mich gerettet. Danke. Ich kann mich darauf verlassen. Okay. Ja, jetzt fängt sie an zu quatschen, wenn wir abhauen. Egal. Ich glaube, so wichtig ist die nicht. Ein paar Löwenzahns. Schick. So. Genau. Hier noch ein paar Hellbugs mit. Zack, drei Stück auf einmal. Raus hier. Ich
Mal Muni nachladen. Ich glaube, da kommen ein paar Feinde. Wen haben wir hier? Sprich mit dem Dockarbeiter. Und du? Ja, der Typ ist nur am Saufen und hat nichts zu sagen, oder wie? Das gibt's doch nicht. Das sieht ganz nice aus, dieser Totenkopf. Ja. Das war's, er hat nichts, er hat uns nichts zu sagen. Was hat er da in der Hand? Drückt sich lieber ein Bier und ein Snickers rein, anstatt mit uns zu quatschen. Dann fahren wir weiter. Was ist denn hier los? 1000 Hellbucks auf einem Haufen. Ist jetzt nicht unbedingt mit den Anlegen. So, und da sind wir auch schon auf der Farm. Die Farm müssen wir verteidigen. Nice. Schön Granate rein. Nice. Nein, die kleinen Viecher können wir, glaube ich, lassen. Ich glaube, müssen nur zu diesen weißen Punkten und die großen Viecher killen, das reicht, glaube ich. Das sind nur die Rindschweine. Genau, wir müssen da diese Brutbasen da erledigen. Das ist, glaube ich, ein Kumpel von uns. Aus wie eine Vogelscheuche. Sehr gut. Auf zum nächsten. Da müssen wir hier noch was machen. Nur die Hellbugs killen. Gut, den ersten haben wir geschafft. Noch ein großer. Bams. Noch mehr große. Mies. So, Nummer 2 haben wir geschafft. Dann gehen wir mal hier rüber. Das ist auch wieder ein Buddy. Immer schwierig, die Kleinen zu erwischen. Bam! Nice! Weg mit dir! Gut. Wieder eins erledigt. Jetzt hier drüben erstmal Munition holen.
bevor die ausgeht. Dann ab zur nächsten Stelle. Jetzt mal wieder schön eine Granate rein. Gut, auch abgeschlossen, dann nur noch eins. Granate ist auch schon wieder ready. Schnell rüber hier. Rein da. Wer bist du? Oh mein Gott. Hier schön wegsnipen. All diese Fremden in Paradise bedeuten nichts als Ärger für uns Handelsleute. Diebe und Mörder. Mal schön snipern. Okay. Okay. Ich bin kein Dieb oder Mörder. Nur Hellbugs. Ich mörder nur Hellbugs. Schon wieder Hellbugs. Next one. Aber glaube ich noch ein großer. Ne, da ist ein Buddy. Was geht? Okay. Hat seine Ausrüstung verloren. Die Sonne steht ziemlich cool. Ja, passt zur Tageszeit. Bei mir ist jetzt gerade 9 Uhr morgens. Für alle, die das hier auf YouTube nachträglich schauen. Braucht er erstmal eine halbe Stunde, um seinen eigenen Safe zu knacken. Wir sprengen ihn einfach. Oh, das hört sich nach was Größerem an. Wo bist du? Wo ist die Mutti? Ist die Hellbug-Mutti? Da drüben ist unser Compadre. Nice! Sturmgewehr, Level up. Sehr gut. Hihihi. Bams. Das ist ein Problem. Ich wünschte, ich hätte einer Frau etwas zu bieten. Ich würde es hassen, allein zu sterben. Ja. Stirb doch einfach nicht, Buddy. Doch hier mit ein paar Rindschweinen zusammen sterben, dann bist du auch nicht allein.
kommen immer mehr Hellbugs, wie ihr seht. Nonstop. Ne, das ist ein Rindschwein. Darf man nicht verwechseln. Die werden nämlich auch als Feinde angezeigt. Snipe. Muss man immer die gelben Stellen treffen. So wie jetzt zum Beispiel. Letzten ohne selber getroffen zu werden. Manchmal leuchtet dann auch das Hinterteil, dann kann man da richtig viel Damage machen. Wo ist die Mutti? Da, jetzt zum Beispiel, da kann man richtig Fettschaden machen. Ich glaube, wir müssen erstmal unsere Skillpunkte wieder neu verteilen. Das passiert immer, wenn man das Spiel länger nicht spielt. Keine Ahnung warum, ob da Updates kommen oder so. Auf jeden Fall haben wir unseren Gift-Modus nicht mehr. Oder er ist nicht ausgerüstet. Bam. Weg mit dem Zeug hier. Kann man mal ganz gut mit Nahkampfangriffen wegmachen. Wenn man nicht so geslowt ist. Ich könnte mehr Munition brauchen. Oh, und keine Munition mehr. Da kommen irgendwie noch 10.000, nee, das sind die Rindschweine. Komm, get down, baby. Nice. See ya. Nice, nice. In die Farm befreit. Ich dachte schon, das wäre es mit mir gewesen. Ich schulde dir und deinem Freund was. Zeig dich sofort erkenntlich, Vater. Dein Architekt soll sich im Süden befinden. Das habe ich gehört. Was für ein Höllentag. Geh nach Hause, trink eine Flasche und schlaf dich aus. Nice, nice. Du bist nicht aufzuhalten. Natürlich nicht.